Was singst du da eigentlich? Chinese Rap. Hi Leute, wie ihr uns schwer kennt, hören sich heute in Bangkok, China unterwegs. Es ist ziemlich wild hier, es ist ziemlich laut hier, es gibt hier sehr mysteriöse Gerüche und wir werden uns ganz gegen die Mann schauen. Sieht von hinten aus wie eine Fledermaus, oder? Ich glaube, es ist aber eine ganz, sehr traurige Gans. Und eine Katze. Damien darf ja auch ohne Leine laufen. Irgendwie finde ich diesen Gang unheimlich, Freunde. Würdet ihr da reingehen? Was ist das Schwarze, was da drin ist? Sehr schwer. Da ist die Kohle oder so, wa? Hey, ich bin auch gar nicht klein, ne? Aber auch nicht groß. Aber auch nicht klein. Da ist er wieder. Die alte Grinsebacke. Kleidung ist voll cool hier, wa? Wenn ich du wäre, wolltest du auch unbedingt, wenn ich du wäre, machen. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ein Kleidchen anziehen und den ganzen Tag damit rumlaufen. Lass uns doch einfach die Münze entfernen. Hast du die zufällig in meiner Hand war. Na dann. Okay. Damien zieht ein Kleidchen an. Nein, so habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Nimm mal für Frauen jetzt. Nein, ich nehme es für Männer. Hast du eigentlich schon wieder keine Unterhose an? Ja. Meine Güte. Was willst du denn? Willst du wirklich kein Kleid anziehen? Das würde dir aber unglaublich stehen, glaube ich. Würde deiner Figur. Damien hat einen richtig schönen Hintern, habe ich gesehen, in seinen Shorts. Das stimmt doch. Ey, es gibt ja doch eine Hose. Dann ist Rote mit der Hose. Ich mache heute Chinesen, Leute. Das ist zu klein. Wie klein er ist, wie groß Damien ist. Wie gefällt dir dein neues Outfit? Ja, super. Muss man nur die Schlappen loswerden und so eine Bambusschlappen holen und dann kann es losgehen. Von nun an möchte ich nur noch mit Mr. Ming angesprochen werden, ja? Hast du gehört? Alle in die Kommentare, Mr. Ming. Kommt einfach Rollerfahrer entgegengefahren. Was ist das? Oh, das piekst richtig toll. Pass mal an. Das ist richtig, richtig pieksig. Ja, ich hab doch gesagt, es ist pieksig. Aua. Das passiert, weil du nicht fahren willst. Er steht da, ich glaube, es ist ein Polizist und er pfeift einfach nur. Er steht da und pfeift die ganze Zeit. Aber die Autos fahren sowieso da lang. Er pfeift einfach. Es ist einfach nur laut. Hi. Oh, hier riecht's gut, oder? Nach Gewürze. Nach Gewürze. Wir haben bestimmt auch schon mal bessere Tage gehabt. Ja. Was wäre in Deutschland die Geschäftsbezeichnung für diesen Laden? Er hat Ketten, ich glaube, Gebetsketten und was ist das? Eintöpfe. Also wo gehst du hin, wenn du Lust hast auf einen Eintopf und ein gutes Gebet? Ey, wenn irgendjemand von euch weiß, was das zu essen ist, bitte schreibt es in die Kommentare. Zieht euch mal die Bananen rein, Freunde. Die sehen richtig cool aus. Ist es sweet or salty? Sweet? How much is one? Siehst du, was ich sehe? Was für Geld da auf das Ding sind? Warum legt sie da Geld hin? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich sehe einen wunderschönen Hut, der dir stehen würde. Nee, ich glaube, das ist kein Hut. Ich glaube, das ist eine Tüte. Nee, das sind Handtaschen. Du kannst auch die Handtasche als Hut aufsetzen. Das würde echt süß aussehen. Heiß! Richtig heiß! Habt ihr gehört? Habe ich auch aufgelacht? Ey, wisst ihr, wie heiß eine Banane ist? So, machst du auf. Hier, super. Das ist auch eine schicke Qualität, dann setzt ihr den so auf. Warum fühlst du meine Füße? So. Ey, das sieht gut aus. Ich möchte, dass du diese Mütze kaufst. Ich möchte, dass es die Münze entscheidet. Okay, dann lass die Münze entscheiden. Wo ist die Münze? Ja, wo ist die Münze? Mann, hör doch mal auf jetzt. Wo ist die Münze? Hör auf, die Münze zu verstecken. Du manipulierst das ganze Video. Ich habe die Münze nicht verstecken. Du wartest gerade, dass der Mann das wegpackt. Ich weiß es genau. Hör doch mal auf jetzt. Mann, Damien! Ich habe die Münze nicht verstecken. Wo ist sie denn? Kopf, du nimmst sie, Zahl, du nimmst sie. Haha, okay. Setz die Mütze auf. Setz die Mütze auf. Setz die Mütze auf. Yay! Willst du den Reißverschluss nach vorne lassen? Ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Ja, ich finde es toll. Ich finde gut, dass er dich filmt. Ey, doch richtig drauf. Also ich weiß nicht, wie ich das essen soll, Freunde. Ist doch immer noch heiß. Ich komme so albern vor mit dieser komischen Mütze und diesem Baum hier. Weißt du, wonach das schmeckt? So, wie ist die Luft da oben? Ja, super. Guck mal, hier ist total viel Chaos, ja? Alle 3 Sekunden fährt ein Roller lang, ein Auto, es ist laut, es ist warm. Und trotzdem, also obwohl es so eine Großstadt, jetzt hört man mal Musik, muss ich sagen, es ist angenehm, oder?
Was Ohr? Ich hab was entdeckt. Was denn? Ich weiß, was wir machen, Leute. Was denn? Wir werden uns jeder eine Konfettikanone nehmen und Siesta schmeißen. Wohin? Daraus kann man eine kleine Challenge machen, wer sich am meisten anspritzt. Na, dann schnapp dir mal den Lachs. Aber weißt du, was ich gerade eigentlich sagen wollte? Das ist, obwohl es so voll ist und so viele Menschen hier sind, kein stressigen Vibe hat. Bleibt es irgendwo kleben oder was machen wir damit? Boah! Ich hab's noch nie ausprobiert. Nein. Als wir auf der Insel waren, hatten wir die ganze Zeit so Strand und alles war klein und niedlich und gar nicht so viele Autos und Menschen. Und ich hatte total Angst, nach Bangkok zu gehen, weil ich dachte so, oh, bestimmt wird das so total erdrückend. Aber dadurch, dass die Leute alle so krass freundlich sind, macht das erstens richtig Spaß. Man fühlt sich so richtig krass willkommen. Man hat richtig Bock auf die Stadt und hier ist auch, also jetzt Chinatown ist mega voll, aber der Rest von der Stadt ist gar nicht so überfüllt, oder? Also und jetzt ist schon ein bisschen enger gerade unser Gang. Ja, hier. Gang, hier ist alles, hier ist überfüllt. Es ist trotzdem sehr entspannt. Hier fahren alle 2 Sekunden irgendwelche Roller lang, wo alles mega eng ist. Hier fliegen einfach mal Rollschlappen. Und das ist zum Beispiel für mich ein sehr großer Triggerpunkt, weil ich muss unbedingt wissen, was da oben ist. Na dann, auf geht's. Das ist es? Das ist ja nicht, ich hab das für größer vorgestellt. Guck mal. Was ist das? Was ist das? Also wieder runter. Übrigens gibt es das hier seit dem 17. Jahrhundert, als die Chinesen eingewandert sind. Was gibt's? Chinatown. Ach, Chinatown. Chinatown. Was macht sie da? Sieht interessant aus. Was macht sie da? Was macht sie da? Was macht sie da? Was macht sie da? Das sieht doch süß aus, oder? Also niedlich. Und es sieht aus, als ob da kein Tier drin ist. Das kann ich probieren. Guck mal, das Problem ist, ich sag euch mal ehrlich, wenn man vegetarisch ist oder sich vegan ernährt oder sowas, ja? Der Trick ist einfach, Leute, falls ihr euch irgendwie ernährt und irgendwas nicht essen wollt, aus egal welchem Grund jetzt, ganz schön, immer zu sagen, dass man allergisch ist. Weil dann haben die Leute Angst, irgendwas reinzumachen. Also ganz oft fragt man so, ja, ist da Milchpulver drin oder irgendeine Scheiße oder so? Oder Ei oder so? Und die so, nee, nee, nee. Aber wenn du dann sagst, ich habe eine Allergie dagegen, dann sind die Leute so, ah. Lecker? Der Schlüssel steht einfach noch. Will ich was verraten? Jede Nacht, wenn wir aufwachen und rausgehen wollen, ich frage, wo der Rollerschlüssel ist. Wo ist er dann? Am Roller. Da steckt jedes Mal am Roller. Also Bangkok ist auf jeden Fall eine sichere Stadt. Weil ich in Kolumbien gemacht bin, der Roller schon dreimal weg. Komm weg, wir gehen halt. Was ich gerade sagen wollte, meine kleine Motte. Was hältst du davon, dich mal an dem nächsten Zebrastreifen einfach mal auf die Straße zu stellen? Was? Einfach mal stehen zu bleiben. Wenn die Autos kommen. Nein, die Autos werden ja irgendwann anhalten, wenn du am Zebrastreifen stehst. Mitten auf der Kreuzung einfach mal stehen bleiben. Okay. Was hältst du davon? Nix. Aber ich kann es gerne tun, wenn es dich glücklich macht. Weißt du, was das Ding ist, warum uns jeder scheiß Tuk-Tuk-Fahrer anspricht? Weil du auch aussiehst wie mit dem Outfit wie so ein Tourist, der jeden Scheiß kauft. Ich habe auch noch diese tolle Tasche dabei. Wenn ich den Hut. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mir reicht's jetzt. Gehen zum Friseur. Schaut euch meine Haare an. Hier hast du einen vertrauenswürdigen Barbier gefunden, ja? Oh boy, Barbershop. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Und wie im wahren Leben sind die Kleinen immer die lautesten. Mit der großen Fresse. Lass mal irgendwas Wildes mit deinen Haaren machen. Was? Weiß ich nicht, kannst du die nicht. Okay. Oder mach dir so einen Cut in die Augenbraue. Ein Cut in die Augenbraue? Sieht aus wie Schlupi oder? Vielleicht wollen die auch eigentlich deine Organe verkaufen und sammeln so ein paar Vordaten, damit dich später keiner sucht. Wenn er mit dir. Ja, same, same. Where are you from? From Narnia. Narnia. Yeah. Ich glaube, er fragt sich gerade, wo das liegt. So, was machen wir denn mit deinen Haaren? Schneiden einen schönen, knackigen Fasson. Könnt euch ja fürs nächste Mal was einfallen lassen. Vielleicht einen Irokesen oder so. Schreibt in die Kommentare, was Damien sich für eine Frisur machen soll. Lass uns das entscheiden. Ja, wenn du es siehst, sag mir was für ein Haarschnitt. Dir gefällt und ich mache alles für dich. Ich würde mir auch nochmal meine Arschhaare wechseln lassen für dich. Das wünscht sich doch jede Frau. Morgen habe ich übrigens ein Date. Ach. Sag bloß. Was für ein Name? Ein Otter. Otter? Oh, Bruce Lee, Bruce Lee ist mein Alias-Name.
What's her name? Somsi. Hast du ihn gerade gesagt? Nani, hast du in Europa? Daniel. Der macht das richtig mit Liebe, guck mal. Aber für Fotoschule schickst du noch mal eine Rechnung, oder? Du hast ihm gesagt, dass du aus Narnia kommst. Und das will er Fotoschule zusammen. Thank you. Kannst du mir jetzt bitte sagen, dass du nicht aus Narnia kommst? Der arme Mann wird das später googeln. So, jetzt aber wirklich tschüss, wa? I'm here to instruct you on how to give a really good blowjob. Blocky und Schlo, ja? Ihr beiden. Vor diesem Moment habe ich mich wirklich gefürchtet.